Ja, weil an sich die AfD eigentlich, ich werde es nicht sagen, die Hälfte besteht aus Nazis, aber... Wäre schon viel. Die Hälfte wären ja hier, ja, so jeder Zweite. Hälfte, also eher, ja, dann eher nicht, eher wie Politiker, mein. Bist du ein Nazi? Seid ihr Nazis? Von mir aus kann ich sagen, ich bin kein Nazi. Ich bin auch aus dem Ostfalen-Mansfeld, mein Name ist Marco Enger. Ja, und ich bin auch kein Nazi. Die NSDAP mit ihrer Programmatik hat mit der AfD nicht das Geringste zu tun. Sind Sie ein Nazi? Also ich bin es nicht, nicht wahr? Und ich weiß nicht, wie Sie das herzitieren. Gut, wen können wir noch hassen? Juden hassen? Ja, die haben wir nicht getan. Tja, da müssen wir nochmal hinterfragen, was die Medien hier so veranstalten, dass man dieses Bild über diese Gruppe an Menschen hier so stark etabliert. Weil es hier steuert, das ist ja völlig klar. Während wir in der letzten Folge auf der AfD-Kundgebung erfolglos nach Nazis gesucht haben, geht es nun wieder Richtung Ausgang der Veranstaltung, wo mir direkt diese Dame auffiel. Entschuldigen Sie die Dame. Wir sind weder von der Kundgebung hier noch von da drüben. Wir wollen den Tag dokumentieren. Hätten Sie eine Minute Zeit? Kommt mal ran, was willst du wissen? Jetzt wird die Nationalhymne zum Beispiel gerade gesungen. Ist das in Ordnung oder ist das schon kritisch? Ich glaube, ich würde nicht so gerne mit dir. Okay. Also die Mütze passt ja zur Kundgebung, weil ich meine, sie gehören nicht zur Kundgebung, oder? Na gut, dann eben weiter. Ja, lass uns mal ein paar Passanten befragen. Meint ihr, hier sind ein Haufen Nazis oder was ist so eure Analyse? Nee, also ich finde, man kann ja seine Meinung frei aussprechen, da hat ja jeder das Recht drauf. Wenn jetzt jemand selbst rechts ist, also nicht im Sinne von, hey, wir hassen Ausländer, sondern der sagt, hey, wir brauchen eine kontrollierte Einwanderung, also die Grenzen müssen gesichert sein und wir müssen auch wieder was für die innere Sicherheit tun. Also wir haben viele Probleme, habt ihr bestimmt mitbekommen, Messerkriminalität und so. Wie seht ihr diese Themen? Darf man sowas auch kritisieren, diese Regierung? Also die haben ja schon in einigermaßen Recht, dass die meisten Kriminalitäten halt von Ausländern sind. Also hat halt jeder das Recht zu sagen, was er darf. Also ich bin nicht gegen die AfD, ich bin nicht gegen Omas, gegen Rechts, ich bin neutral einfach. Ja. Das heißt, könntest du dir vorstellen, mit jemandem, der bei der AfD-Kundgebung dabei ist, eher zu sprechen, vielleicht sogar befreundet zu sein, wenn die Verhältnisse stimmen, sag ich mal? So, ich habe kein Problem gegen keinen Menschen. So, jeder Mensch ist ein Mensch. Und siehst du eine Tendenz, dass sehr viele Menschen von aller Welt nach Deutschland wollen, weil hier auch natürlich dieses Sozialsystem sehr attraktiv ist? Also du bekommst ja in Deutschland sehr leicht einfach Geld, wenn du keins hast. Siehst du da auch eine Tendenz, dass das irgendwann zu viel wird, also eine Art zu viel Migration? Ja, schon. Also es gibt viele Ausländer, gibt es, die gut und schlecht sind. Es gibt manche, die arbeiten wollen und manche nicht. Hi, hast du noch Luft gerade? Du hast ja gerade schon mit dem Kollegen da vorne gesprochen, wa? Also schon noch Luft. Ja. Sehr gut. Schick siehst du aus. Ja, danke schön. Ne? Ja, nun, diese Schick siehst du aus Aussage war auf den Talahun-Trend bezogen. Wirklich taugen tut mir der Kleidungsstil in Wahrheit nicht unbedingt, aber das war mal anders. Schließlich habe ich den Jogginghosen- und Fußballtrikot-Style noch vor ein paar Jahren selbst gerockt. Ich meine, schaut euch mal diese alten Fotos von mir an. Ist schon interessant. Aber zurück zum Gespräch mit diesem entspannten Kollegen. Wir haben ja hier einen AfD-Protest. Meinst du, das sind alles Nazis, die hier gerade sind bzw. waren? Also ich bin der Meinung, es waren nicht alle Nazis, aber... Könnten auch welche dabei gewesen sein, könntest du sagen? Also ich glaube schon, ja. Woran machst du das so fest? Ja, weil an sich die AfD eigentlich... Ich werde es nicht sagen, die Hälfte besteht aus Nazis, aber... Wäre schon viel. Die Hälfte wären ja hier, ja, so jeder eher, Zweite. Also ja, eher, dann eher nicht, eher... Ich bin ein Politiker, mein. Bist du ein Nazi? Ja, wenn du willst. Also an der Art und Weise, verstehen Sie ja so, zum Beispiel Björn Höcke heißt er, glaube ich. Genau, ja. Da kommen mir jetzt nicht so sympathisch rüber, bin ich ehrlich. Und ich weiß nicht, wie man sagen kann. Also ich habe jetzt die Aussagen nicht im Kopf, aber zum Beispiel alles für Deutschland, glaube ich, hat er gesagt. Dafür müsst ihr eine Strafe bezahlen. Ich glaube 30.000 Euro oder so. Oder 10, 20, 30, ja, irgendwie so. Irgendwie so, ja. Also als Verbrechen sehe ich das jetzt eigentlich nicht, aber... Und wo wir schon beim Thema Rede- und Meinungsfreiheit sind, nicht nur wir, die eine andere Meinung vertreten, sind auf der Zielscheibe der selbsternannten Demokraten, sondern auch die Plattformen, auf denen wir unsere Meinung vertreten. Selbst private Chats sollen nicht mehr privat bleiben. Das ist der Zeitgeist, den wir aus Brüssel hören. Die EU will WhatsApp-Chats mitlesen. Das ist dann wohl der Datenschutz und die Privatsphäre der Neuzeit. Natürlich nur zu unserer Sicherheit, versteht sich. Aber dankbarerweise kommt genau da unser Sponsor der heutigen Folge ins Spiel. Darf ich vorstellen? Teleguard. Dein Messenger für einen sicheren und geschützten Raum in der digitalen Welt. Ohne Tracking und ohne jegliche Form von Kontrolle und Manipulation. Der Messenger ist komplett kostenlos. Die Registrierung und Nutzung geschieht ohne personenbezogene Daten, also anonym. Deine Chats sind zudem hochverschlüsselt und werden nicht auf den Servern abgespeichert. Was soll ich sagen? Wer im Familien- und Engfreundeskreis eine absolut vertrauliche und sichere Kommunikationsplattform haben will, der ist mit Teleguard aller, aber auch wirklich allerbestens bedient. Unterstützt die diejenigen, die den Mumm haben, uns zu unterstützen. Und als Dank gibt es von meiner Seite ein persönliches Grußvideo an die ersten 50 von euch, die mir an meine ID Ketzer der Neuzeit auf Teleguard schreiben. Also, wir sehen uns im App Store über den Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar.
Da gab es andere Fälle in Deutschland, da kommst du straffrei wieder aus dem Gericht raus. Also Fälle von Vergewaltigung und du bekommst keine Strafe und dann sagst du alles für Deutschland. Als Politiker für Deutschland und bekommst 30.000 Euro Geldstrafe. Das unterstütze ich auf keinen Fall. Zum Beispiel ein SPD-Politiker, ich habe vergessen, er hat ja irgendwas mit Kinderpornografie oder so zu tun. Dafür müsste er nur 5.000 Euro bezahlen, aber... Das ist Wahnsinn. Also ja, da stehe ich gar nicht dahinter. Sonst ein Abschlussstatement, weil es gibt ja im Land jetzt gerade sehr viel so Polarisierung, weißt du? Uns wird weiß gemacht, dass die AfD Ausländer hasst und andersrum sehen wir natürlich immer mehr so Fälle Messergewalt. Bist du auch dafür, dass wir irgendwie so wieder Brücken bauen, dass wir wieder mehr miteinander reden? Ich bin dafür, aber... Also die ganzen Messerstechreien und so, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, aber... Aber hast du mitbekommen, Solingen jetzt oder Mannheim? Ja, ja, hab ich mitbekommen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, dass in Solingen, also meiner Meinung nach, ist ein bisschen gespielt, bin ich ja. Also nicht gespielt, aber... Inside-Job, vermutest du? Ich glaube, da steckt irgendwas dahinter, von Amerika oder irgendwie so. Ich kann ich auf der einen Seite verstehen, weil gerade in der Weltpolitik, Geopolitik, hat die USA und ihre Geheimdienste ja alles andere als für Frieden gesorgt. Aber ich glaube, im Inland gibt es auch genug verrückte Islamisten, ja, verrückte Gewalttätige. Wirklich, ja, das stimmt wirklich. Also, das sind auch keine Einzelfälle, glaube ich. Das sind so viele Messerstechereien. Schätz mal, wie viele Messerstechereien es in Berlin pro Tag gibt. 5 vielleicht? 10 bis 20 sogar. Pro Tag? Pro Tag. In Berlin. Vergewaltigung, Massenvergewaltigung. Haben wir auch mit täglich wie viele in Deutschland? Vielleicht 2. Richtig geraten, tatsächlich, ja. Glaubst du, wir hatten Probleme mit Massenvergewaltigung, sagen wir mal 1990 in Deutschland? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Integration ist da gescheitert, muss ich ehrlich sagen. Bei den Syrer, Afghaner zum Beispiel, also ich bin da der Meinung, Kriminelle müssen abgeschoben werden. Bin ich 100% der Meinung, ich glaube, 1990 war, glaube ich, nicht so, oder? Wir machen ein bisschen YouTube, so wir dokumentieren den Tag. Ich weiß, okay, ja. Mal, ich habe vor ein paar Jahren mal hin und mal wieder reingeschaut. Sehr lustig. Ehrlich lustig. Freut mich sehr. Und ihr wolltet heute mal anschauen, was hier los ist, oder wie? Ja, genau. Wir sind jetzt hierher gekommen, um einfach mal beide Demos anzuschauen. Ja. Wie seht ihr dieses AfD-Thema? Seid ihr da pro, contra, irgendwas dazwischen? Also wir beide sind auf jeden Fall contra. Stimmt das? Hat er jetzt einfach so gesagt, wir beide? Ja, ich schon eigentlich. Was ist der größte Gegenpunkt, den man sagt? Das mit den tatsächlich Ausländern. Also ich finde, jeder, der woanders kein Zuhause findet, sollte hier leben können. Natürlich gibt es viele Ausländer hier, die hier sind wegen dem zum Beispiel Land nur. Da kann man vielleicht nochmal denken mit Abschiebung oder sowas. Aber ich finde, Leute, die wirklich hier brauchen, um einen Platz zum Leben, die kann man nicht wirklich leicht abschieben, jetzt nur weil sie Ausländer sind oder... Was die AfD jetzt kritisiert, ist, dass ganz viele Menschen hierher kommen und sich als Asylanten, also als Schutzsuchende ausgeben. Dabei kommen sie aus Marokko, da wo wir teilweise, also ich werde demnächst in Marokko einen Surfurlaub machen. Das hat halt keine Verhältnisse. Versteht ihr dieses Argument, sag ich mal? Ja, ich verstehe es. Also ich gebe es auch ein bisschen recht. Ich frage mich halt auch, zu was für einem Bestandteil das tatsächlich so ist. Also ist es jetzt wirklich das... Fast jeder Migrant, der hierher kommt, einfach nur Wirtschaftsmigrant ist und in dem Herkunftsland wirklich nichts los ist? Oder ist es wirklich so, die kommen aus Syrien, die kommen aus Irak, auf Afghanistan, wo was passiert so? Und ich denke mir halt, das sind die Mehrheit, die hierher kommen so. Menschen sagen jetzt, hey, wir flüchten aus Syrien, völlig verständlich. Dann wären die Nachbarländer die ersten Länder, die man besucht. Und in dem ersten sicheren Land sollte man dann sagen, okay, hierher bist du jetzt geflüchtet. Nur gibt es dort halt sowas wie ein Recht auf Asyl nicht. Und deswegen gehen sie weiter nach Europa. Aber auch in Europa laufen die dann durch sehr viele sichere Länder. Aber sie gehen immer weiter, bis sie halt in den Ländern sind. Deutschland, Frankreich, Norwegen, wo es halt ein soziales System ist. Dass es gut ist. Genau. Und jetzt ist die Frage, bist du immer noch ein Flüchtling, wenn du schon 7, 8, 9 sichere Länder übertreten hast? Also sagen wir mal, Deutschland hat jetzt einen Krieg, ich flüchte, aber ich flüchte jetzt auf einmal, keine Ahnung, umgekehrt nach Syrien. Da würde man auch sagen, hey, nee, warum flüchtest du nach Syrien? So das erste sicherste Land wäre jetzt beispielsweise Niederlande oder vielleicht im weitesten Fall dann Italien, Süden, irgendwo. Dann würde man auch sagen, so, du bist halt Migrant und es gibt halt Regeln für Migration und die Regel ist nicht, werf deinen Pass weg und sag halt, du bist Asylant. So, das kann ja nicht sein. Und das passiert ja gerade, dass wir einfach jeden reinlassen, also komplett die Grenzen offen haben. Und dagegen stellt sich halt die AfD. Und die CDU beispielsweise, die Grenzen geöffnet haben, die sind ja anscheinend für einen weiter so. Guck mal, nach dem Dublin-Abkommen sollten ja überhaupt gar keine Ausländer hergekommen sein, weil nur die Ausgangsstaaten die alle aufnehmen sollten. Aber jetzt, wenn du überlegst, wenn Italien, Spanien, Griechenland alle aufnehmen, das ist halt auch nicht das Optimalste. Am besten wäre ja so ein Verteilungssystem so. Da könnte man sagen, das ist gescheitert irgendwie, weil wir haben mittlerweile in Deutschland echt auch Probleme mit Migranten aus Marokko zum Beispiel, wo man echt nicht sagen kann, Marokko ist gerade im Krieg. Dann haben wir aber gleichzeitig den Fakt, dass Marokkaner halt sehr auffällig in der Kriminalstatistik sind. Dann sagt man so irgendwie, hey,
ihr kommt her, um ein gutes Leben zu haben, aber benehmt euch teilweise, nicht alle natürlich, wie die Letzten. Ich denke, das sind faire Kritikpunkte und dafür als Nazi bezeichnet zu werden, da sage ich so, das ist... Ja, also ja. Was auch ein bisschen immer wehtut, ist halt zu sehen, auch ich bin Syrer so, tut auch ein bisschen weh zu sehen, die Eltern versuchen, dir ein besseres Leben zu scheren, indem sie zu Deutschland kommen. Und dann gibt es halt Jugendkriminalität, ist zum Beispiel sehr hoch, bei zum Beispiel auch Ausländern, das ist halt immer traurig zu sehen. So, warum benehmt ihr euch so? Ihr wollt doch ein besseres Leben haben. Also ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Also ich weiß nicht, ob Massenabschiebung hilft. Oder ist es vielleicht nicht einfach bessere Integration? Also vielleicht mehr Ganztagesbetreuung, Familien, wo ein Migrationshintergrund ist, die woanders herkamen, dass sie einfach mehr Deutsch sprechen, weil vielleicht sprechen die zu Hause kein Deutsch. Ja, das wäre eine gute Integration und tatsächlich machen wir das ja. Also wir bieten ja Asyl bzw. Migranten die Deutschkurse an, kostenlos. Und wir erleben aber, wie viele das nicht wahrnehmen. Und es funktioniert ja auch. Du kannst ja in Berlin locker lässig ohne Deutsch auskommen, in halt diesen Subkulturen. Aber diese Subkulturen, die prägen halt dieses Gesellschaftsbild in die Richtung, wie sie gerade haben, in ein sehr unsicheres Gesellschaftsbild. Und deswegen denke ich, dass wir integrationstechnisch schon echt ziemliche Mühe geben, also uns ziemliche Mühe geben. Aber klar, ich bin auch nicht dafür, dass man einfach generell über einen Kamm schert, sagt, alle raus, auf gar keinen Fall. Aber dass man Kriminelle abschiebt, dass das nicht passiert, das ist... Also das ist ein Konsens, das ist ein Konsens, denke ich. Ich habe da eine Idee, wir könnten so eine Art soziales Experiment machen. Wir gehen jetzt zu diesem Gegenprotest, der da vorne ist und ihr seid sozusagen Live-Zeugen, dabei zu sehen, ob man so einen Konsens oder ein schönes Gespräch, wie wir es gerade hatten, dort drüben wiederholen kann oder ob es schwierig wird. Ich meine, ihr könnt nachher noch das Video einfach angucken, aber wenn ihr Bock habt, wollt ihr dabei sein? Yes. Ja. Machen wir, okay. Guck mal, sie kommen uns sogar entgegen, perfekt. Guck mal da drüben. Es sind übrigens nur noch 134.000 Abonnenten, bis wir den nächsten GEZ-finanzierten Funkkanal überholt haben. Also lasst gerne ein Abo da oder klickt hier rechts, um mit einem Klick unsere Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank.